Kinders, was geht bei euch ab, Junge, hä? Huh? Ey. Aber noch, ich wollte gerade sagen, noch schön drücken. Ich kann es selbst einfach nicht glauben. Pass auf, ich habe jetzt in den letzten 3-4 Tagen aufnehmen wollen. Ich habe 8 Spiele gespielt, alle verloren, alle aufgenommen und alle verworfen, weil es so ein Scheiß war. Ich hatte Mates dabei, die nichts konnten, die die ganze Zeit laut waren, die rumgeschrien haben, die anscheinend in einem Internetcafé noch waren, keine Ahnung, im Hintergrund dann dauernd irgendwelche kleinen Kinder noch rumgeschrien haben. Einer hat mit seinem Kind gesprochen die ganze Zeit. Dann sind welche AFK, gehen einfach, man hat Bots. Ich habe jetzt 8 Spiele verloren, 8 beschissene Spiele, die so richtig scheiße waren, also richtig komplette Spiellust entraubend. Komplett. Es zieht einem alles raus. Noch schlimmer wie mit Cheatern, ohne Witz. Ich will einfach normale Mates haben, die gut drauf sind. Also nicht vom Skill her, auch vom Skill her, aber einfach menschlich. Verstehst du? Das Menschliche ist mir wichtig. Ja? Hören wir mal hin, wie die so sprechen. Was? Krass. Er kommt vorbei gerade und pimmelt einfach. Er hat alle 3 gefickt. Ja! Nice! Mhm. Hab den Sprung gesehen, wie ein König, ich weiß. Ja, nicht so rumcampen dann hier. Von wo, Mann? Ich hüpf da rum und blick nix. Das scheint doch jetzt noch ein gutes Spiel zu werden. Wisst ihr, ist ja auch nicht schlimm, wenn ich verliere. Ich lade ja auch oft lose. Also ich habe bis jetzt immer alles hochgeladen. Aber wenn es in-game so schlimm läuft, dass ich mein eigenes Wort nicht verstehe, weil alle so schreien und die ganze Zeit rumgekickt wird, das entzieht einem so den Spaß, dass das, ne, dann kriege ich das nicht hin. Da bin ich durchgehend angepisst. Thanks. Alter. Leute, wenn es läuft, dann läuft. Ich war. Woo! Ein Mutter schmeißt eine Smoke. Alter. Ja. Woo. Was ist das? Nur eine eklige Scout, verstehst du? Ey, geil, endlich mal wieder so richtig schön im Team, die kommunizieren, wo man einfach was machen kann. One mit. Was? Er hätte mich fast gebumst. Noch 5 HP. Leg mich am Ärmel. Da geht ihr mal vor, wenn deine Nate kommt, bin ich fort. Ha! Da wollte er rumpimmeln da oben, hast du gesehen? On Spot B. Nice, Alter, wie wir eskalieren. Das schickt mich und so, hey. Da ist mal richtig gut gelaunt, wisst ihr das? Super gut gelaunt ist das doch, Mensch. Und Laune ist alles, oder? Laune ist echt alles. Vor allem beim Video machen. Ich meine, das weiß jeder. Man kann, ich weiß, man kann auch mit einer total hingeschissenen Laune ein Video machen. Und das richtig gut machen, dass es eigentlich, wenn man gut ist, dass es niemand merkt, dass man eigentlich schlechte Laune hat. Aber das erfordert auch so viel Kraft, dieses gespielte gute Laune, dass es einfach natürlich einfach viel geiler ist, wenn du wirklich gut gelaunt bist und einfach ranklotzen kannst, ja? Das ist das Tolle. Er hat einfach eine AWP. Yeah. Unglaublich, oder? Wir waren noch 5. 2 auf B mit der Bombe und wir 3 auf A. Und anstatt, dass die Bombe irgendwas macht, steht sie durchgehend auf der Stelle und dann bewegt sie sich, will die Bombe legen und dann wird sie abgeknallt. Was ist hier los, Junge? Und ich habe die ganze Zeit die M4 hier ohne Schalli. Ich dachte, die werden kacke, aber die mit ohne Schalli ist auch nicht schlecht. Guck mal, mit dem Stern drauf, so ein bisschen Converse-mäßig, ne? Converse. Das ist schon eine Kontroverse hier in meiner Hand. Hm. Um Himmels Willen! Ich dachte, er dreht sich um, ich fick ihm in den Rücken und ich denke, er ist tot und auf zu schießen, wie man es halt öfter mal macht als Profi, nicht wahr? Eine Runde müssten sie ja mal holen, nicht wahr? 20 schon, aha. Mit einer neu erzogenen Waffe. Aha, wow. Hat mir voll gegeben. Mit One. Hopp, 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 hopp. Schafft er noch, okay, gut. Der safe seine Scout jetzt. Ach, wir sind so vermögend. Voll überholt. Sorry. Was macht denn der Gelbe eigentlich da inne? Es sind noch 4. Krass, dass sie uns nicht überrennen. Oh, egal, Bombe geht hoch. Doesn't matter. It blows up. I'm the bomb, burn about to blow up. Bam, bam. And I'm the bomb, burn about to blow up. Bam, bam. Das erste Mal, dass es nicht rushen, jetzt kommt auch einer. Bam, bam, bam. Er muss natürlich steppen. One pet shot. He's defusing. Voll auf die Bank gehockt. Geiler Scheiß, so muss es sein. I'm a bam bam, a blau da bam bam bam. And I'm the bam bam, a blau da bam bam bam. Ich schmeiß einfach mal mein AWP in die Runde, ich. Habt Spaß mit meiner AWP. Oh nee, oh nee. Shit. Aber immerhin, boom, verstehst? Wenn ich die Bombe hab, dann ist halt einfach Tuck, Schicht im Schacht. Da kannst du nichts machen, ja? Hier meine Bombenpflicht sehr ernst, da. Ja? Wenn ich eine Bombe hab, dann wird die auch gelegt. Wenn sein muss, auch noch vor dem Ziel.
Jetzt können wir einmal A gehen. Und passt auf, jetzt wo wir alle zusammen A gehen, werde ich bestimmt zuerst gefickt. Und der Rush klappt nicht. Obwohl ich ja der Rush-König bin, verstehst du? Scheiße, von hinten! Throw in a blood bank. Komm schon. Nein! Ist doch fucking nice da. Okay, also noch 5 Runden haben wir schon gewonnen. Das ist natürlich echt geil. Also so kann ruhig jedes Spiel laufen. Vor allem nachdem man 8-mal verkackt hat, kann er ruhig mal sowas kommen, oder? Gehst du auf Teppich? Nee, oder? Du sagst. Er geht einfach auf Teppich. Ja, Mann. He's fucking behind it, isn't it? Er war hinter mir. Er ist ja wohl ein Riesenschnitzel, oder? Sowas ist doch unglaublich, oder? So, und jetzt passt auf, das sind Schlingel. Die stehen hier dann irgendwo und ficken uns von hinten. Geh weg, ich will ihn. Ja! Wie ich mir den Kick geklaut habe, Mann, wie ich vorhin gesprungen bin. Noch 3 Runden haben wir schon gewonnen, verstehst du? Das Dumme ist halt echt, wenn ich viele Runden habe, die ich total verkackt habe, kann ich euch keinen Content bringen. Vor allem jetzt gerade im Moment, weil ich jetzt gerade Prüfungszeit habe. Das heißt für mich, ich probiere ein Spiel. Also ich mache Counter-Strike an, spiele 50 Minuten, beziehungsweise spiele eine Runde hier. Und das ist auch das, was ich, also das ist sofort aufgenommen. Ich wärme mich nie auf oder mache irgendwas aus Zeitgründen. Und dann muss das einfach gut sein. Und wenn man dann so Pissnasen an der Backe hat, die kommen hier. Oh Gott, die gehen schon wieder B. Gott, auf dem Heuwagen. Läuft super. Ja, und jetzt habe ich endlich wieder ein bisschen Content für euch, wisst ihr? Damit ich euch hier mal ein bisschen was zeigen kann, wie ich Headshots verteilen, weißt du? Bam, bam, bam. So mache ich es ungefähr. Nur sieht man die Headshots nicht so oft, die ich mache, weißt du? Weil die schneide ich immer raus, damit ihr nicht denkt, ich wäre so ultra gut. Es sind noch 4. Oh, Konzentration. Schade. Ich habe dem anderen noch 86 gegeben, beziehungsweise 91. Welcher war das? Er rennt da mitten mit dem Messer hoch. Ey, easy peasy, lemon squeezy, motherfuckeasy bei Martin Scorsese oder so. Ich habe mir ja bei City noch keine richtige Waffe gekauft, kann das sein? Durchgehen mit P90 am Stüssel. Und so geil, es sind gerade mal 35 Minuten Aufnahmezeit, also das ist ja wohl fucking delicious. Das, Leute, das zu schneiden, das ist schon eine Wohltat. Wenn ich so eine Dumm-Dödel-Challenge schneide, wo eine Runde 8 Minuten lang ist oder so, das ist der Himmel. So kurze Videos, wunderschön. Ultra geil, oder? Oh Mann, oh Mann. Wirklich nicht schlecht. Jetzt bin ich sehr froh. Endlich mal wieder ein Spiel, das gewonnen ist. Guck mal, ich bin Gold-Nova-Master, oder? Ist doch bitter. Für den Win muss ich jetzt aber auf jeden Fall einen Daumen hoch geben, wisch. Ich habe jetzt sogar am Schluss die letzten 2 Kills gemacht. Von inne. Okay, gut. Ja, also vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.